So, hi Leute, schön, dass ihr da seid. Heute müssen wir einmal noch am Fünfer die Kerzen wechseln. Die sind recht spät gekommen, deswegen mache ich das jetzt in einem separaten Video. Und wie gesagt, ich zeige euch mal, wie das an einem Sechszylinder funktioniert. So, also wir fangen an. Dafür brauchen wir halt nur eine Ratsche, 21er Nuss dafür, ein paar Zündkerzen. Hier sehen wir jetzt schon ganz gut, hier ist der Ventildeckel und hier haben wir die Zündleitung, 6 an der Zahl insgesamt. Und wir arbeiten uns jetzt einfach mal von links nach rechts in einem durch, damit wir auch die Zündkabel nicht vertauschen. Wobei das hier eigentlich auch unmöglich ist, weil die alle in so einem Rohr sitzen und tatsächlich jedes Zündkabel nur auf den jeweiligen Zylinder auch passt. Deswegen, dafür ziehen wir einfach mal hier so ein Zündkabel ab. Das ist so ein Teil, ne, wo hinten ein Anschluss ist. Das ist dann auf der Zündkerze oben drauf. Das wird dann hier reingesteckt. Darüber wird die halt dann mit der Spannung versorgt. Wir legen den einmal zur Seite. Setzen unsere Knarre mal auf Lösen. Ach, gucken wir mal, wie wir hier erstmal reinkommen. Mal gucken, ob wir jetzt die Zündkerze hier auch vernünftig finden. Ja, die ist hier drin. Also mal gucken. Mal hier rein. So. So, jetzt haben wir hier angesetzt. Achtet darauf, dass ihr da einen guten Halt auch habt. Und dann lösen wir die Zündkerze einfach mal an. Und schrauben die hier ganz sanft einmal raus. Ich sehe es jetzt schon so locker, dass sie sich jetzt schon per Hand hier rausdrehen lässt auch. Achtet darauf, weil wenn ihr die hier aus dem Zündkerzenschacht rausnimmt, dass die nicht rausfällt. So, mal gucken. Machen wir ohne Knarre. So. Dann haben wir die Zündkerze einmal raus. Wenn wir uns die jetzt einmal hier angucken, die ist ein bisschen schwarz, sollte eigentlich so ein bisschen ja bräunlicher sein auch an der Elektrode, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Fahrzeug jetzt halt recht lange auch gestanden hat, wenig bewegt wurde, aber wie gesagt, wir machen einmal die Zündkerzen auf jeden Fall hier einmal neu. Da sind sind schon so ein paar Verkrustungen auf drauf, also Verkorkungen. Ja, so ganz super sieht die auch nicht mehr aus. Ja, die legen wir einmal zur Seite und nehmen uns einmal hier eine neue Zündkerze raus. So sieht die neue aus. Jetzt haben wir hier nämlich das Problem, dass wir eine unterschiedliche Bauform hier haben. So. Ne, wir haben jetzt einmal mit so einem Gewinde und einmal hier einfach mit so einem Steckanschluss so gesehen. Das ist aber kein Problem. Das können wir einfach mit einer Zange einmal lösen und abdrehen. Und dann haben wir auch hier unser Gewinde freiliegend. Natürlich müsst ihr hier irgendwie überprüfen, dass die Zündkerze auch gleich groß ist, gleich lang ist. So, die jetzt einmal hier so drehen und die mal hier so ansetzen, dann sehen wir ganz gut, die ist ja ziemlich gleich lang, würde ich sagen. Na, bis auf den Dichtring, der ist noch recht rund. Also der wird ja noch zusammengepresst, sobald wir die Zündkerze reindrehen und mit Drehmoment festziehen, presst sich dieser Sitz hier dann auch gegen die Auflagefläche am Zylinderkopf und dichtet dadurch dann den Brennraum von außen halt ab. Ich hole meine Zange und wir machen einmal das Ding hier ab. So, ich habe jetzt hier einmal eine Zange und die Zündkerze. Wie gesagt, das Teil hier muss einmal ab. Dafür nehmen wir jetzt einfach mal die Zange. Wir müssen nur ganz leicht zusammendrücken und dann einmal hier gegendrehen.
Und dann haben wir auch direkt unser Gewinde hier. So, jetzt nehmen wir einfach unsere Zündkerze wieder und schrauben die einmal per Hand in den Schacht wieder rein. Dafür nehmen wir uns natürlich hier einfach unsere Nuss mit Verlängerung und setzen die unten jetzt einmal rein. So, wir nehmen unsere Zündkerze hier, schieben die hier in den Schacht wieder rein. Gucken, dass wir die vernünftig hier ansetzen. Also ganz leicht nur drehen. Gucken, dass sie auf jeden Fall das Gewinde greift vernünftig. Jetzt merke ich hier einen Widerstand. Das heißt, es ist jetzt soweit fest. So, wenn die angezogen ist, wie gesagt, einmal den Drehmomentschlüssel nehmen. Ihr merkt jetzt, ihr könnt immer noch weiter drehen. Das liegt daran, dass sich jetzt die Dichtung flach drückt. Jetzt auf jeden Fall fest. Zack. Jetzt stecken wir hier das Zündkabel wieder drauf. So. Zack, ist drauf. Und dann geht's weiter mit der nächsten. Also hier können wir richtig fette Verkrustung feststellen. Also da ist richtig Ablagerung drauf. Das ist sogar, ja, das ist schon ein bisschen was weggebrochen. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, direkt weg damit und direkt die neue rein. Wieder unseren Drehmomentschlüssel hier. So, jetzt sind wir an der dritten Zündkerze. Das heißt, wir haben die Hälfte schon fast geschafft. Trotz dessen, dass es so ein altes Auto ist, kommen wir da echt gut zurecht mit dem ganzen Zeug hier. Ich hätte mir das alles schwieriger vorgestellt. Die noch mal an hier.
So, wir sind am sechsten Zylinder angelangt. Die anderen beiden habe ich jetzt einfach mal ausgelassen. Das ist ja immer eigentlich nur dasselbe die ganze Zeit. Hier wird es jetzt ein bisschen spannend, weil hier ist natürlich auch das ganze Ding nach vor. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt so noch dran vorbei. Ja, ja, sehr gut. Jetzt ist die Frage natürlich, wie ich hier mit der Knarre dran komme. Ob das jetzt so funktioniert. Ja. Oh ja, das könnte passen. Super, ist gelöst. Dann kann ich die auch jetzt per Hand rausschrauben einfach. Weil die waren jetzt alle bis jetzt ziemlich, ja, easy zum Ausbauen. So, jetzt gucken wir uns nochmal hier die letzte an. Ja. Sieht okay aus. Ist ein bisschen ziemlich schwarz, aber ein bisschen leichte Verkorkung, hier Verkrustung oben drauf. So, wir nehmen uns die letzte Zündkerze. Machen uns natürlich mit der Zange hier einmal das Ding wieder ab. Und dann die gute letzte Zündkerze schrauben wir jetzt wieder rein. Ist alles ein bisschen fummelig hier. So, komme ich da irgendwo in ein Loch? Ja, auf Anhieb, sehr gut. So, Drehmomentschlüssel wieder. So, dann das Zündkabel hier wieder reinschieben. Ja, wo ist er denn jetzt hier? Da. So. Und dann würde ich sagen, testen wir mal, ob der Motor jetzt sofort anspringt. Ja, ich würde sagen, alles läuft super, Fahrzeug läuft vernünftig, es war jetzt extrem kalt, also wir haben jetzt minus 6 Grad, das Auto war kalt, er ist sofort angesprungen, muss ich sagen, echt gut, könnte man vielleicht auch als Daily benutzen, so einen Wagen, wenn man jetzt vor den Spritkosten auch nicht ja, abgeschreckt ist, weil so ein Ding hier, ein Doppelvergaser, 150 PS, der zieht sich schon seine 12 bis 16 Liter rein, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Aber wie gesagt, das war der Zündkerzenwechsel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.